Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema GIMP, Bildschirme durchsichtig machen. Fotografieren an sich macht schon irre Spaß. Nutzt man zusätzlich die Möglichkeiten von Bildbearbeitungssoftware, kann man bekanntlich ganz wilde Sachen erschaffen. Dabei muss das nicht einmal viel Aufwand bedeuten. Ein bisschen Kreativität und gewusst wie reichen, um in wenigen Minuten bizarre Gebilde zu kreieren. Teure Software brauchst du dafür nicht. Ich nehme für solche Sachen die Open Source Software GIMP, die bei jeder großen Linux-Distribution dabei ist oder sich in den Repositories befindet. Du kannst das mit einer Kompaktkamera realisieren. Sogar ein Smartphone oder Tablet sollten funktionieren, solange diese stabil sind. Ein Stativ oder ähnliche Stabilisierung sind Voraussetzung. Zunächst einmal ein Beispiel, was bei der Sache herauskommen könnte. Danach erkläre ich Schritt für Schritt, wie das sehr einfach funktioniert. Und das ist das Ergebnis. Der Trick dabei ist sehr, sehr simpel. Im Endeffekt schießt man mindestens zwei Fotos. Es können natürlich auch mehrere sein. Und wenn es mehrere sind, kann ich jedes einzelne Bild mit verschiedenen Filtern, zum Beispiel Old Photo, Fotokopie, National Geographic, Cartoon und so weiter ausstatten und damit noch wildere Gebilde erzeugen. Aber hier mit zwei Fotos erst einmal. Eines mit dem Hintergrund darin und das zweite mit zum Beispiel dem aufgeklappten Netbook. Also das hier als oberstes Bild und das als Hintergrundbild mit dem zugeklappten Netbook. Danach legt man zwei Ebenen an, spendiert dem oberen Bild, also dem hier mit dem aufgeklappten Netbook, eine Alpha-Maske und schneidet dann den Bildschirm aus. Das bewirkt, dass das untere Bild, also dieses hier, in diesem Abschnitt wieder zum Vorschein kommt, aber ganz langsam, Schritt für Schritt. Zunächst einmal sind, wie gesagt, zwei Bilder notwendig. Danach lädst du das Hintergrundbild mit GIMP, also erstmal schließen und das Hintergrundbild mit GIMP laden. Das Bild anklicken mit der rechten Maustaste, öffnen mit und GIMP Bildbearbeitung anklicken. Oder einmal GIMP starten und dann das Bild öffnen. So, das Hintergrundbild ist schon mal da. Die anderen Bilder, das andere Bild, landen als Ebenen in derselben Datei. Beim Reinkopieren landen die Bilder eventuell unterhalb des Hintergrundbildes. Das kannst du mit der Maus einfach verschieben, bis es passt. Okay, also das zweite Bild einfach reinkopieren, anklicken, dann per Drag and Drop. Also anklicken und Klick beibehalten und dann einfach in GIMP reinschieben. Und so gibt es dann hier zwei Ebenen und zwei Bilder. Die kann man jeweils verschieben. Und zwar hier mit den Pfeiltasten. Das kann ich jetzt zum Beispiel nach unten verschieben. Und jetzt kann ich das wieder nach unten verschieben. Und so weiter. Nun klickst du jedes Bild bis auf das Hintergrundbild oder das unterste mit der rechten Maustaste an und fügst einen Alpha-Kanal hinzu. Also das oberste Bild, ich habe hier nur ein Bild, anklicken mit der rechten Maustaste und dann hier draufklicken, Alpha-Kanal hinzufügen. Okay, anschließend schneidest du den Bildschirm aus. Das geht am einfachsten mit dem Lasso-Tool. Und zwar hier Lasso anklicken und dann Maske ausschneiden. Einmal hier anklicken, hier ein Klick, da ein Klick, da ein Klick und fertig. Ist das getan, kannst du die Auswahl einfach durch Drücken der Entferntaste löschen
und das Hintergrundbild scheint durch. Und das war's schon. Dann das Ganze speichern mit Datei, entweder speichern unter oder auch exportieren. Zum Beispiel das Ergebnis jetzt mal a.jpg. Exportieren und fertig. Und da ist das Ergebnis. Das war User Paul von Open Screencast. Ciao und viel Glück!